Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Beitkrieger und es geht weiter mit Zelda Twilight Princess. Wir müssen jetzt diesmal wirklich in die Mine hoch. Wir haben ja im letzten Part auch die Kinder gerettet, beziehungsweise die eine oder den einen. Ja, und jetzt müssen wir unsere Eisenstiefel mal benutzen. Absteigen bitte. So, die Frage ist, wie rüsten wir die jetzt aus? Erstmal müssen wir die auf irgendeinen Button legen. Ich würde sagen, wir legen es auf X. Kann man ein bisschen besser dann drücken. Ich bin mal gespannt, ob ich das jetzt schaffe. Ist jetzt live der erste Versuch mit euch. So, schauen wir mal. Was, du schon wieder? Du kannst kommen, so oft du willst. Es nützt dir doch nichts. An mir kommst du nicht vorbei. So, die Schuhe. Oh. Das hat doch wunderbar geklappt. Muss ich schon sagen. Besser als erwartet. Aber so durch die Gegend laufen macht keinen Spaß. Das sind wir einfach zu schwer dafür dann. Das sind ja noch mehrere. Müssen wir aber alle loswerden hier. Das heißt, wir müssen immer wechseln. Und zwar schnell. Das war jetzt diesmal leider nichts. Aber zum Glück hat uns das nicht großartig gestört. Hä? Ich habe A gedrückt. Ich weiß auch nicht. Irgendwas da wohl nicht ganz gepasst vom Timing her. Da oben ist noch ein Portal. Nein. Ich weiß es nicht, was da schief geht. Ich hoffe, jetzt kommen hier nicht noch welche. Oh, da schießt einer runter. Da schießen sogar mehrere runter. Oh, oh. Das gefällt mir gar nicht. Ich habe so die Befürchtung, es wird noch gefährlicher hier. Jetzt schauen wir erstmal, ob wir hier irgendwie in die Mine kommen. Die Frage ist, ist hier jetzt die Mine oder... Ja, ich denke mal, das könnte die Mine sein. Die reden auf jeden Fall irgendwas. So geht's natürlich auch. Ob wir auch so hochkommen, ist allerdings die Frage. Wir sollten unsere Eisenschuhe anziehen. Lass los. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das hier was wird. Ui. Vielleicht sind die Eisenschuhe nicht gerade das Beste. Ui. Eieiei. Ja gut. Verdammt, das ist ja mal wieder unheimlich. Wahrscheinlich eine Art traditionelle Begrüßung am Todesberg. Hehehe. Ja, das könnte gut durchaus sein. Wie kriegen wir den Down? Ah, das ist... Nein, 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 nein. Du kriegst uns erstmal nicht. Was willst du? Diese Goronen vorhin, die sind doch einfach auf dem Rücken eines Kameraden gestiegen und haben sich hochschleudern lassen, oder? Vielleicht könntest du ja auch auf den Rücken von diesen zusammengerollten Goronen dort streiken. Das ist eine gute Idee, wenn wir überhaupt dorthin kommen. Vielleicht können wir die auch einfach ignorieren und vorbeilaufen. Vielleicht ist es fürs Erste hier besser. Die Frage ist, wo müssen wir hier hin?
Hier sind wir schon mal falsch. Wir müssen da rechts entlang. Auf jeden Fall. Moment. Wo geht's denn hier lang? Bin ich einmal gespannt. Hier waren wir auch noch nicht. Das bringt uns, glaube ich, noch nichts. Wir kommen hier noch nicht weiter. Wahrscheinlich brauchen wir hier irgendein Item dafür. Wie kommen wir jetzt da hoch? Mittner hilft uns doch nicht hoch. Eieiei. Das wird so nichts. Bloß weg hier. Wir sind gleich wieder tot. Nein, 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 nein. Zieh halt die Schuhe aus. Meine Güte. Au. Okay. Da sind wir auch schon mal das erste Mal gestorben. Die Frage ist, wie kriegen wir jetzt diese Koronen fertig? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es wirklich nicht. Beziehungsweise im Ringkampf, das bringt uns jetzt auch nichts. Weil die rollen uns ja nicht irgendwie darunter oder so. Also das ist ja nicht das Problem. Heißt, wir müssen da auf jeden Fall irgendwie rüberkommen. Frage ist nur wie. Ja. Können wir ihn den Stein auf den Schädel werfen? Vielleicht bringt das was. Nein, 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 das bringt nichts. Ich hab's schon gemerkt, es bringt nichts. Ja gut. Bringt uns der Sturmbumerang hier weiter? Vermutlich auch nicht. Nö. Einfach mal alles so antippen. Vielleicht bringt es ja irgendwas. Nö, auf jeden Fall nicht. Ich habe überhaupt keinen Plan. Oje. Das war jetzt auch nicht so gut. Willst du dich vielleicht nicht zusammenrollen oder so? Ja, drauf auf ihn. Vielleicht kommen wir jetzt da hoch. Ja, das klappt doch. Das dürfen wir uns hier nicht runterblasen lassen. Erstmal den hier erwischen. Oh. Ich glaube, wir müssen ihn von hinten erwischen. Oder so. Ich glaube, jetzt könnten wir da hochkommen. Und springen natürlich wieder runter. Sehr schlau. Oder sind wir sogar richtig? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich weiß es gerade nicht. Sind wir hier richtig? Ich glaube ja. Ich gehe einfach mal da lang.
Nee, einen Moment warten. Komm, lass uns durch. Okay, ich glaube, das ist der, der nicht ausgeht. Dann müssen wir wohl da runter. Die sind friedlich. In letzter Zeit finden kaum noch Ringkämpfe statt. Man langweilt sich wirklich ohne Ende. Naja, die jungen Goronen haben eben einfach kein Interesse mehr an Ringkämpfen. Don Corone war in jungen Jahren unschlagbar, aber das ist lange her. Mittlerweile gehört er auch schon zu den Ältesten. Ja. Willkommen. Wie wär's mit einem Andenken an die Therme? Oh, da können wir einkaufen. Ich frage mich gerade. Ja, wir brauchen noch einen Bogen. Wir haben auch kein Schild mehr. Das nehmen wir natürlich mit. Habe ich überhaupt nichts dagegen. So, Milch, ganze Flasche, ein kräftiger Schluck Milch mit dem Milch nach dem Bad. Gibt es etwas, das einen Goron besser erfrischt? Ja, ich kann jetzt mir irgendwie nicht vorstellen, dass die auch Milch trinken. Haben wir überhaupt noch eine Flasche frei? Ah, was ist denn da drinnen? Ja, aber wenn die frei ist, dann nehme ich mir auf jeden Fall ein bisschen Milch mit. Kann ja nicht schaden. Danke dir. Jetzt darf ich sie nur nicht gleich austrinken. Nö, ich möchte eigentlich nichts mehr. Aber danke, du bist der erste nette Gorone hier. Bin ich sehr dankbar. Dann schauen wir mal weiter. Wo geht's jetzt hin? Schauen wir mal zu den Goronen hier. Was die so sagen. In der heißen Quelle kannst du dich aufwärmen. Das hilft, wenn du wieder zu Kräften kommen willst. Auch wir Goronen müssen uns ab und zu erholen. Stimmt, wir haben wieder volle Herzen. Vielleicht liegt es an der Quelle. Es geht nichts über ein Freiluftbad am Abend. Da kann man stundenlang im heißen Wasser liegen und die Sterne betrachten. Ist das Wasser schön warm? Was macht denn ein Mensch hier? Haben die Ältesten nicht gesagt, Menschen dürfen sich diesem Berg nicht nähern? Na gut, geht mich wohl nichts an. Du willst sicher nur in die Therme, willst dich sicher nur in der Therme erholen, oder? Ja, genau, wir sind nur da wegen der Therme. Das glaubst du wohl selbst nicht. Wir müssen in die Mine. Ich hoffe, dass das jetzt die Mine ist hier. Schauen wir mal. Ah. Kommen wir auch noch nicht weiter. Das gibt's ja nicht. Oder... Ich habe eine Idee. Nee. Ich glaube, damit hat es auch nichts zu tun. Das heißt, wir sitzen jetzt hier fest, oder wie? Ich bin gerade am Überlegen, wie kommen wir jetzt da wieder raus? Gute Frage. Wie kommen wir... hier vielleicht? Ne, hier drüben an der Leine kommen wir wieder raus. Jetzt sind wir auch auf der anderen Seite hier. Das ist gar nicht mal so schlecht. Die Frage ist, wo war der? War das dieser Corona? Ja, genau. Lass uns auf dich drauf. Oh, da sind wir auch schon höher. Müssen wir da nur vorbei? Ach komm, spann mich nicht auf die Folter hier. Oh, ich habe eine Idee. Oh, das klappt sogar wirklich. Ja,
weil die machen uns ja schwerer, diese Schuhe. Dann können wir auch durch diese Geysire wieder durchlaufen. Weg mit dir. Dich greifen wir uns auch gleich. Aber wenn jetzt da dauernd welche kommen, dann wird es sehr, sehr lange dauern, da hochzukommen, nehme ich mal an. Nee, das war's anscheinend schon. Oh, hier ist der Ronin-Boss. Oder auch nicht. Nee, ich glaube, das ist nur einer von den Helfer-Drohnen. Er muss auf uns einschlagen. Ja, genau. Jetzt haben wir ihn doch schon. Dann lass uns bitte wieder da hoch. Oh, jetzt dürfen wir nun... Ja, genau, das meine ich. Ja. So hat es doch wunderbar geklappt. War alles so geplant. Ist nicht einfach zufälligerweise passiert, weil wir Glück hatten. War alles so geplant. Oh, hier ist der Coronenrad. Gegen die haben wir keine Chance, das sind zu viele. Hey. Schluss jetzt. Dieser Kerl ist sowas von stark, gegen den habt ihr nicht mal alle zusammen eine Chance. Ich bin einer der Ältesten der Coronen, man nennt mich Don Corone. Zurzeit führe ich an der Stelle unseres Oberhauptes Grogor die Coronen an. Kommst du aus dem Dorf am Fuß des Berges, dass du es bis hierher geschafft hast, eine beeindruckende Leistung für einen Menschen. Aber hier beginnt der für unser Volk heilige Ort. Wir können nicht zulassen, dass Fremde ihn entweihen. Wenn du unbedingt hier durch willst, musst du mich schon im Kampf besiegen. Willst du das wagen? Nein, wollen wir nicht, aber wir müssen. Wir versuchen unser Glück mal. Bei dem Dicken hat es ja nur ungefähr 17 Versuche gebraucht. Mal schauen. Ich werde natürlich nur den einen erfolgreichen Versuch hier einblenden. Beziehungsweise zwei, wenn ich es nicht beim ersten Versuch schaffe. Schauen wir mal, ob wir ihn kriegen. Dürfen wir mit unfairen Mitteln kämpfen? Können wir ihn nicht einfach abstechen oder so? Uiuiui. Das ist ja mal ein richtig harter Typ. Oh, nächster Versuch. Wir werden natürlich nochmal kämpfen. Du lernst es wohl noch nie. Na gut, dann kämpfe ich halt mit dir. So, jetzt haben wir die Schuhe an. Mal schauen, ob wir jetzt eine größere Chance haben. Oh, der ist ganz schön stark, der junge Bursche. Oh, dich kriegen wir. Komm, eine mit der Faust, noch eine. Ja, und drunten bist du. Alle Achtung, du bist gar nicht so schlecht. Soll ich dir etwas verraten? Du hast es sicher schon bemerkt, oder? Unser Berg spuckt unaufhörlich Feuer. Als es uns vier Ältesten zum ersten Mal auffiel, haben wir uns gleich mit unserem Oberhaupt Grogor die Sache angesehen. Wir mussten doch den kostbaren Schatz retten, der uns die Lichtgeister anvertraut hatten. Grogor wollte ihn an sich nehmen, aber gleich nachdem er den Schatz berührt hatte, wurde er in eine widerliche, abnormale Kreatur verwandelt. Dann fing er an, willkürlich herumzutoben. Er war völlig verwirrt und die Vulkanausbrüche wurden noch viel schlimmer als zuvor. Mit äußerster Kraftanstrengung haben wir ihn im Innersten des Berges eingekerkert. Es ist beschämend, das zu sagen, aber mehr konnten wir einfach nicht tun. Bitte, du musst Grogor helfen. Sicher waren es die Lichtgeister, die dich hergeführt haben.
Ich, Don Corone, bitte dich in aller Demut, unserem Volk zu helfen. Hey! Ihr, lasst den Jungen passieren. So, auf den hören Sie wohl. Wir werden unsere Schürchen mal wieder ausziehen. Und ob wir das Ganze schaffen und ob wir den großen Grogor aus seinem Kerker befreien können und ihn zur Vernunft bringen können, das sehen wir wieder im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao.